Seit rund 130 Jahren ist die Familie Joost im hessischen Grünstadt im Textilgeschäft. Aber so hart wie in den letzten Monaten war es selten. Derzeit wird das Modehaus Joost von Steffen Joost geführt. Er hat 300 seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, um das Geschäft durch die Corona-Krise zu bekommen. Als Präsident des Textilhandelsverbandes BTE befürchtet er aber, dass solche Maßnahmen bei vielen Unternehmen der Bekleidungsbranche nicht ausreichen könnten, um die Pandemie zu überstehen. Joost sagte dazu am Montag: Die Branche steht eigentlich am Rande des Abgrunds. Wir haben im Moment das Gefühl, dass die Politik uns vergisst. Wir fühlen uns sogar ein wenig geopfert, weil wir ganz wesentlich Opfer der Lockdowns sind. Wir haben ja jetzt fast 3 Monate Lockdown Ende Januar und bisher sind noch keine Hilfen geflossen. Für weiteres Aufsehen in der Branche gesorgt hatte am Montag die Ankündigung des Textildiscounters Adler, in die Insolvenz zu gehen. Das Unternehmen Adler führte als Grund die erzwungene Schließung fast aller der knapp 200 Geschäfte in der Corona-Pandemie seit Dezember an.